Ich begrüße Sie herzlich zu einer Preisverleihung ganz besonderer Art. Sie findet virtuell statt, wobei das ja in dieser Zeit nichts Besonderes mehr ist. Der Preis wird gleich zweimal vergeben, weil er im vergangenen Jahr aus Corona-Gründen nicht vergeben werden konnte. Der Initiator ist einer der großen Dirigenten unserer Zeit. Die Preisträger sind zwei Organisationen, die sich mit unterschiedlichem Fokus gegen gefährliche Entwicklungen in Umwelt und Gesellschaft wenden. Es geht um mehr Wahrheit und Fairness im Internet und es geht um mehr Klimaschutz. Das ist die folgende Sendung kurz umrissen. Mein Name ist Stefan Schulze-Hausmann. Ich bin Wissenschaftsjournalist und befasse mich hier in Düsseldorf mit einem Preis anderer Art, der sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt und freue mich sehr darauf, Ihnen jetzt zusammen mit dem Initiator die beiden Preisträger des Menschenrechtspreises der Tonhalle Düsseldorf vorzustellen. Der Preis wird üblicherweise einmal im Jahr vergeben. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und wird gestiftet von den Freunden und Förderern der Tonhalle hier in Düsseldorf. Und er wird, und das ist wirklich etwas Besonderes, vergeben, üblicherweise im Rahmen eines Konzertes, eines Menschenrechtskonzertes mit den Düsseldorfer Symphonikern. Morgen findet dieses Konzert statt und heute wird hier zwar offiziell, ziemlich informell, aber durchaus würdig und informativ, wie wir hoffen, der Preis vergeben. Und zwar natürlich, wie sich das gehört, durch den Initiator. Er stellt uns die Preisträger vor. Und ich begrüße die Preisträger jetzt noch nicht. Das soll nicht unhöflich sein. Ich möchte sie gerne nach und nach in unseren Webcast holen und Ihnen zunächst den Stifter, den Initiator vorstellen. Herzlich willkommen, Adam Fischer. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Herr Fischer, Sie haben den Preis sich ausgedacht und zwar relativ schnell, als Sie an der Tonhalle begonnen haben. Sie sind Principal Conductor hier in Düsseldorf, der Düsseldorfer Symphoniker, künstlerischer Berater der Tonhalle seit der Spielzeit 2015, 2016. Sie sind ein ganz berühmter Mann Ihres Faches. Auftritte in Bayreuth, an der New Yorker Met, an der Wiener Staatsoper gehören zu den Höhepunkten der Häuser. Sie kamen nach Düsseldorf und haben einen Menschenrechtspreis erfunden. Warum? Das war eine Idee, die damals gleich zwischen mir und der Tonhalle entstanden ist. Ich bin seit längerer Zeit in verschiedenen Menschenrechtsorganisationen tätig gewesen, eigentlich seit der Wende, eigentlich schon davor. Bin jetzt Aufsichtsratsmitglied bei der Ungarischen Helsinki-Kommission. Und für mich war das immer sehr wichtig. Und die Tonhalle hat das begrüßt und die Idee ist zwischen uns entstanden. Und wir machen jedes Jahr so ein Konzert und wir ehren jedes Mal jemanden, dessen Zielsetzungen für die Menschenrechte wir mit einverstanden sind. Also der Preis hat mit Ihrer Person zu tun, aber natürlich auch mit Ihrem Beruf. Und es gibt Zitate von Ihnen, viele, in denen Sie Musik und gesellschaftliche Entwicklung oder auch Fehlentwicklung in einen Kontext bringen. Musik kann eine Aufgabe haben und damit auch die Musiker. Wollen Sie uns beschreiben, welche Aufgabe die Musik in der Gesellschaft oder im Bereich der Menschenrechte haben kann? Gut, also das geht nicht so kurz. Sie werden mich als Idealisten halten jetzt, aber ich glaube, dass die Musik ist die Kunstgattung, die uns alle verbindet. Musik ist die Kunstform, die nicht an Sprache gebunden ist. Wir sind den Schriftsteller und den Schauspielern etwas vor. Und es ist unsere Aufgabe, da für die Verständigung vielleicht der Menschheit uns zu engagieren. Das war meine Überzeugung jedes Mal. Und ich habe ein Zitat von Josef Haydn gewählt: Meine Sprache versteht man durch die ganze Welt. Und war einer der Gründe, warum wir das gemacht haben. Herr Fischer, die Preisträger des Jahres 2020, die wollen wir jetzt hier offiziell bekannt geben. Pressemitteilungen sind schon rausgegangen, aber Sie haben natürlich jetzt als Initiator die Aufgabe, uns zu sagen, wer im vergangenen Jahr den Preis bekommen hätte und den entsprechend dieses Jahr bekommt. Welche Organisation ist das? Ja, das tut mir leid, dass wir das nicht voriges Jahr schon veröffentlicht haben. Wir hatten das Konzert angesetzt und war alles vorbereitet und dann kam Corona dazwischen. Also ich muss das einholen, was ich voriges Jahr nicht habe machen können. Das ist der Preisträger 2020, ist der österreichische Verein Mimikama, ein Verein, der seit
vielen Jahren schon gegen Missbrauch und Falschmeldungen im Internet auftritt und sich einsetzt und gegen die Hetze auch durch gewissenlose Populisten, die die Welt gefährden können. Das sage ich dazu. Und das war für mich schon voriges Jahr sehr wichtig, dass wir die auch sagen können, die Wahrheit ist auch ein Menschenrecht. Also Mimi Kama aus Österreich. Herzlichen Glückwunsch von mir und von uns allen und von den Zuschauern. Jetzt würde im Normalfall ein großer Applaus aufbranden und diese beiden Herren würden die Bühne betreten. Tom Wannenmacher ist der Gründer und Redaktionsleiter von Mimi Kama und André Wolf, der Pressesprecher und Content Manager. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Sie sind jetzt in Wien. Sind Sie beide in Wien derzeit? Ja. Ja, in unterschiedlichen Räumen, dass es kein Feedback gibt. Okay, aber in der Mimikama-Zentrale, wie man sich vorstellen kann. Sie wären im Normalfall anwesend, aber durch die Reisebeschränkungen und die Schwierigkeiten haben wir das dieses Jahr nicht gemacht. Stellen Sie uns bitte Mimikama ein bisschen genauer vor. Wer möchte das tun? Der Sprecher, der Erfinder, wer mag? Der Erfinder, ja. Den Verein gibt es mittlerweile seit 10 Jahren. Wir haben erst vor wenigen Tagen, am 8. März, unser 10. Jubiläum gefeiert. Das sage ich auch mit Stolz, weil zu Beginn von Mimi Kama war es nicht absehbar, wohin die Reise führt mit diesem Verein. Der Grund des Vereins selber war, ich selbst wurde Opfer einer Betrugsfalle auf Facebook. Und das war auch der Initiator, wo ich gesagt habe, ich muss auch meine Freunde vor Betrügern oder vor Betrug auf Facebook warnen und habe in Folge daraus eine Seite erstellt, die sich zuerst Denken, dann Kippen nannte. Und kurze Zeit später daraus habe ich gemerkt, dass das auch von den Internetnutzern gebraucht wird oder dass irrsinnig viele Internetnutzer Interesse an diesem Thema haben, weil es das Thema vor 10 Jahren noch gar nicht gab auf der Bildfläche. In dieser Form, muss man dazu sagen. Ja. Im Prinzip war das auch schon die Gründung von Mimi Kama. Ja. Also das war jetzt dann nicht gewollt, das war nicht geplant. Das ist einfach nur passiert. Ja, und ich habe es einfach zum richtigen Zeitpunkt einfach veröffentlicht. Ja. Mhm. Wollen Sie uns Ihre Arbeit ein bisschen illustrieren? Vielleicht frage ich Herrn Wolf, durch eine, sagen wir mal, Erfolgsgeschichte oder durch einen Erfolg, den Sie dadurch erzielt haben, dass Sie einer Falschmeldung, einer betrügerischen Aktion oder einem Hoax auf die Schliche gekommen sind und wie sich das abgespielt hat. Vielleicht, dass man Ihre Arbeit an einem konkreten Beispiel kennenlernt. Unsere Arbeit ist eigentlich sehr einfach zu beschreiben. Wir arbeiten stetig nach demselben Muster. Sprich, wir beantworten Anfragen von Nutzerinnen und Nutzern. Das heißt, wir begeben uns immer auf das Level unserer Leserinnen und Leser, die mit uns kommunizieren, die uns etwa eine Anfrage senden, wo wir dann sehen, okay, dort gibt es ein Problem. Und dann entscheiden wir in den meisten Fällen quantitativ. Sprich, wenn wir ganz viele Fragen zu einem einzigen Thema bekommen, können wir erkennen, dass etwas gerade akut ist. Und dann haben wir ein Rechercherteam von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Man muss sich das so vorstellen, Mimi Kama ist zu über 95% ehrenamtlich, die dann tatsächlich aus allen Bereichen des Lebens kommen und letztendlich sich um diese Frage kümmern. Da geht es dann um Impulse. Wer weiß schon etwas? Wer kann auf jemanden hinweisen, die oder der Ahnung zu dem Thema hat? Und dann schauen wir, treten vergleichende Arbeit an. Wir schauen, wer noch darüber geschrieben hat. Wir stellen Fragen an offizielle Stellen, wir stellen Fragen an Zeugen, an Augenzeugen, die damit zu tun haben. Und am Ende packen wir diese gesamten Ergebnisse zusammen, bauen daraus einen Artikel, den wir dann auf unserer Webseite Mimi Kama veröffentlichen. Und der steht dann kostenfrei natürlich für alle Leserinnen und Leser zur Verfügung. Gibt es einen ganz konkreten Fall, den Sie uns vielleicht nicht so ausführlich beschreiben können, aber einen Fall aus dem Leben, wo Sie eingegriffen haben und wo Sie etwas verändern konnten?
Wir haben tatsächlich mehrere Fälle. Einer unserer ersten Fälle 2014, mit denen wir auch medial Bekanntheit bekommen haben, ging um eine WhatsApp-Falle, wo Menschen etwas auf WhatsApp angeklickt haben oder gemeint angeklickt zu haben, das sah dann aus wie WhatsApp, und dann eine Abo-Falle auf dem Telefon hatten. Das war so der erste Fall, wo dann auf einmal Medien auf uns aufmerksam wurden. 2015 gab es dann unwahrscheinlich viele Fälle rund um Flüchtende, die nach Mitteleuropa gekommen sind, begleitet von vielen Falschmeldungen. Da gab es Falschmeldungen, angeblich würden sie viel Müll auf dem Weg nach Europa hinterlassen, was dann letztendlich nichts anderes als eine illegale Mülldeponie war, die fotografiert wurde und in diesen Kontext gesetzt wurde. Oder auch verschiedene Kommunikationsstrategien, die angewendet wurden, nur um Menschen zu diffamieren, die wir dann beschrieben haben, verständlich beschrieben waren. Das waren so unsere ersten großen Erfolge. In den letzten Jahren ist natürlich sehr viel mehr hinzugekommen. Immer wenn ein Anschlag gewesen ist, tummeln sich im Anschlag, im Fahrwasser des Anschlags, Falschmeldungen. Die Corona-Krise hat es nochmal verstärkt, aber da will ich an dieser Stelle nicht weiter drauf eingehen. Also eine sehr spannende Arbeit, die Sie machen, eine wichtige Arbeit, und Sie waren sehr früh mit dem Thema Faktenchecken, noch lange bevor vielleicht auch mit Hilfe von Donald Trump und anderen eben nicht notorischen, wahrheitsliebenden Menschen das Thema Faktenchecken überhaupt notwendig wurde. Glückwunsch noch einmal, und ich würde gerne mich wieder an Adam Fischer wenden. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über ein aktuelles Thema, das relativ nahe liegt und inwiefern es Ihre Arbeit verändert hat. Herr Fischer, wir haben zwei Preisträger in diesem Jahr und kommen jetzt zum aktuellen Preisträger, nämlich dem des Jahres 2021. Wollen Sie uns den freundlicherweise vorstellen und vielleicht auch, wenn Sie mögen, eine Brücke bauen zwischen den Preisträgern des Jahres 2020 und 2021? Also für 21 haben wir uns alle für die Organisation Fridays for Future entschieden und die Organisation, die die Welt doch ein bisschen verändert hat oder wo wir hoffen, dass die Welt verändern kann, ausgesprochen. Und zwar aus der Überlegung, dass Gesundheit und die heile Umwelt ist Menschenrecht Nummer eins. Und zweitens, weil wir denken, dass es der allerletzte Augenblick ist, wo wir auf die jungen Leute hören sollen. Und wenn wir noch die Umwelt, sagen wir, retten wollen. Aber unabhängig davon, das ist ein ganz interessantes Problem, weil wir eben wegen Corona einiges gesehen haben, was wir vorher nicht gesehen haben. Also ich spreche über mich. Corona hat uns gezeigt, welches Dilemma entsteht in der Welt, wenn eigene persönliche Interessen mit den gemeinschaftlichen Interessen kollidieren. Und während Corona jetzt viele Menschen müssen aktuell auf persönliche Freiheiten verzichten, obwohl sie selbst nicht zur Risikogruppe gehören und kaum gefährdet sind, und um gefährdete, also vulnerable Gruppen zu schützen. Und kann ich meine eigene Freiheit zugunsten anderer einschränken? Das ist die grundsätzliche Frage, ob die Menschheit dazu überhaupt fähig ist. Weil dieses Opfer zu bringen, ist umso schwieriger, je weiter das, sagen wir, das Ziel oder die Wirkung weg ist. Und die Klimakatastrophe ist Corona hoch drei oder noch schlimmer. Mhm. Weil es ist bei uns gefühlt weit weg. Und die schlimmsten Folgen kommen erst in Jahrzehnten oder man glaubt in 100 Jahren. Das stimmt nicht, aber man glaubt es so. Und was wir jetzt für oder gegen das Klima tun, das sieht man nicht in ein paar Wochen oder Monaten. Und anders bei Corona, und bei Corona ist es auch noch schwer genug, auf die eigene Freiheit zu verzichten für die anderen. Aber die Klimakatastrophe ist viel, viel schlimmer. Und wir müssen das gemeinsame Interesse sehen und die eigenen Interessen hintanstellen. Die Engländer haben einen guten Ausdruck dafür, so die würden sagen, use but not misuse. Wenn die Menschheit nicht lernt, die Freiheit zu missbrauchen, dann ist die Freiheit selbst in Gefahr. Das
ist für mich sehr wichtig, dass es bewusst wird und immer stärker bewusst wird bei uns. Selbstverständlich muss jeder Mensch so viel individuelle Freiheit wie möglich haben, aber wo verläuft die Grenze zwischen Gemeinschaftsinteresse und individuellem Interesse? Die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass diese Grenze nicht dort verläuft, wo wir dachten und wo es also uns genehm ist. Freiheitsrechte dürfen nicht so missbraucht werden, dass die Welt gefährdet wird. Wem sage ich das? Und das ist die Verknüpfung im Grunde auch der beiden Preisträger, die mit ihrer Arbeit eben um Freiheitsrechte sich bemühen. Und ich begrüße herzlich Christina Schlieski von Fridays for Future. Sie ist 16 Jahre alt, lebt in Mönchengladbach, geht noch zur Schule. Herzlich willkommen. Erst einmal und ganz herzlichen Glückwunsch zum Menschenrechtspreis der Tonhalle in Düsseldorf. Guten Abend. Hallo und vielen Dank, dass wir den Preis entgegennehmen dürfen. Christina, darf ich du sagen? Gerne. Was du gerade gehört hast von Adam Fischer, also der Kontext von Freiheit und Klima, ist das etwas, was dich erreicht oder gar etwas, worüber du selber mit deinen Kolleginnen und Kollegen, mit den Mitstreitern bei Fridays for Future nachgedacht hast? Oder ist eure Arbeit anders ausgerichtet? Das sagt die Wissenschaft, die Politik hört nicht drauf, die Unternehmen hören nicht drauf, dann bringen wir sie zum Hören. Hat das was mit Freiheit zu tun? Also tatsächlich hat Adam Fischer mir gerade noch mal eine ganz neue Perspektive auf die Klimakrise geboten. Das fand ich auch sehr interessant, das zu hören, weil ich nie über diesen Freiheitsaspekt nachgedacht habe. Aber ich sehe diese Verknüpfung schon. Wir kämpfen ja, wir sagen immer, wir kämpfen für Klimagerechtigkeit. Wir kämpfen dafür, dass die Menschen, die eben am meisten unter der Klimakrise leiden werden, die Menschen aus dem globalen Süden, dass wir eben das Leiden für sie nicht noch schlimmer machen. Und das hat, glaube ich, auch eine ganze Menge mit Freiheit zu tun, weil wir hier leben in einem reichen Industrieland. Wir können uns sehr viel leisten. Wir leben ja sozusagen auf großem Fuße, auf großem CO2-Fußabdruck. Und das Ganze bekommen dann andere Menschen in anderen Teilen der Welt zu spüren. Und das hat ganz, ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun. Und wir nehmen ihnen quasi ihre Freiheit weg, frei leben zu können. Und das ist ein Aspekt, den ich noch nie betrachtet habe. Aber ich muss sagen, da hat Adam Fischer total recht, dass das eben auch... Ich wollte etwas dazu noch sagen, wenn ich darf. Ich komme aus Ungarn und ich komme aus einem Land damals, einem unterdrückten und nicht demokratischen Land. Und meine Befürchtung jetzt... Wenn es euch nicht gelingt, die Welt auf demokratischen Wege zur Umkehr zu bewegen, dann kommen die Diktaturen. Und das darf nicht sein. Weil, also ich möchte wirklich nicht, dass ein Land wie China, ein Land wie Russland mehr Erfolg hat im Klimaschutz als wir. Und da, ihr seid Retter des Westens, wenn ich das so direkt, also überzeichnet formuliere. Das ist wirklich die letzte Chance. Und ich denke, unsere Generation, also wir sitzen alle in einem Boot mit euch. Unsere Generation ist, wir sind in einem Staffellauf. Wir übergeben jetzt den Staffelstab euch und wir haben so wahnsinnig viel vermasselt, so viel Zeit verloren auf unserer Strecke, die ihr jetzt einholen müsst, dass ihr alle mögliche Hilfe verdient. Das war meine Überlegung auch, als ich euch vorgeschlagen habe. Also so ein Preis hilft, wenn man so möchte, durch Aufmerksamkeit, wobei ihr ja im Jahr 2019, Christina, sehr viel Aufmerksamkeit hattet. Ihr hattet ja erst eure Protagonistin Greta Thunberg und danach hat sich erst oder hinter ihr eine Organisation geformt. Wie würdest du diese Organisation, die ja der Preisträger heute ist, beschreiben? Wie tickt Fridays for Future eigentlich? Wer ist es? In wie vielen Ländern? Und wie arbeitet ihr? Eigentlich sind wir in
fast jedem Land vertreten, auf jedem Kontinent sind wir vertreten. Fridays for Future ist eine internationale Organisation, die eben sich überall für mehr Klimaschutz einsetzt, denn Klimaschutz ist keine Sache von einem einzigen Land, sondern muss global gedacht werden. Es ist ein globales Problem und kann auch nur global und gemeinsam gelöst werden. Dabei sind wir basisdemokratisch organisiert, so nennen wir das. Und zwar bekommt jede und jeder bei uns eine Stimme. Von der ganz großen internationalen Ebene wird das über einzelne Länder bis runter zu jeder einzelnen Person, die bei Fridays for Future in der Organisation mitwirkt, werden Entscheidungen weitergereicht und werden Fragestellungen weitergereicht. Und jeder hat bei uns die Möglichkeit, mitzureden, mitzubestimmen und eben mitzuentscheiden, was gerade die Bewegung für Ziele verfolgt oder wann der nächste Klimastreik stattfindet. Das entscheiden wir alle gemeinsam, denn wir sagen, Klimaschutz kann nur gemeinsam funktionieren und deswegen ist es uns auch besonders wichtig, dass wir eben demokratisch organisiert sind und alles gemeinsam lösen. Das klingt jetzt so ein bisschen gegenläufig zu der Tendenz, diese eine große Hauptfigur eben als wesentlichen Kommunikationsanker zu haben, eben Greta. Das klingt jetzt so, als wollt ihr wirklich mit Macht versuchen, auch so ein bisschen weg von ihr zu gehen und zu der Vielfalt und zu der Größe und zu der Menge und zu der Quantität von Aktivisten überzuleiten, die auf der Welt arbeiten. Ist das so? Ist das ein bewusster Akt? Ich würde nicht so sagen, also ich würde nicht sagen, dass wir versuchen, irgendwie das Ganze von Greta wegzuleiten, denn sie war nie die einzige Person, doch am Anfang, ganz am Anfang schon, aber sie war nie die einzige Person, die das Ganze organisiert hat. Wir haben das immer gemeinsam organisiert. Greta stand für uns in der Öffentlichkeit. Sie hat das Ganze initiiert und ist die Person, die maßgeblich in der Öffentlichkeit steht, als Initiatorin auch berechtigt. Aber dahinter stand immer eine globale Organisation, die sich zusammengetan hat. Das Ganze, das Ausmaß, das kann eine einzelne Person ja gar nicht stemmen. Mhm. Wir sind immer in Solidarität zueinander und wir sagen auch nicht, wir wollen irgendwie das Ruder übernehmen oder so, dass nicht mehr nur Greta dabei ist, sondern auch andere Menschen. Es waren immer schon andere Menschen dabei und wir waren immer schon gemeinsam und wir haben uns immer schon... Ihr wart sehr stark, ihr wart insbesondere im Jahr 2019 sehr, sehr stark. Dann kam Corona und hat eure Arbeit natürlich beeinflusst, eingeschränkt. Demonstrationen, wie sie euch stark gemacht haben, gingen dann plötzlich nicht mehr. Vielleicht mit der Bitte um eine knappe Antwort. Was hat Corona mit Fridays for Future gemacht? Es wurde natürlich schwieriger, Aktionsformen zu finden, aber wir haben neue Wege gefunden, um unsere Anliegen an die Politik zu tragen und zu protestieren. An die beiden Herren von Mimikama würde ich auch gerne in Form unserer kleinen Abschlussrunde vielleicht die Corona-Frage stellen. Ist das etwas, was eure und ihre Arbeit maßgeblich beeinflusst hat? Ist Corona, ich denke an die Verschwörungstheoretiker und an Lügen, die da verbreitet werden, ist das für euch ein wichtiges Betätigungsfeld geworden? Inwiefern hat Corona eure Arbeit beeinflusst? Unsere Arbeit hat ja immer ein Problem. Sie wird immer erst dann gebraucht, wenn irgendetwas Schlimmes passiert ist. Und das ist natürlich ärgerlich auf der einen Seite für uns. Auf der anderen Seite ist das immer auch ein Booster. Und das war jetzt bei Corona natürlich so der Fall. Das heißt, im Zuge der Corona-Krise gab es verschiedene Stufen, verschiedene Eskalationsstufen von Falschmeldungen über Mythen bis hin zu realer Gewalt, die durch Mythen angetrieben wurde. Und genau in diesem ganzen Spiel stehen wir mittendrin. Das heißt, wir versuchen auch deeskalierend zu wirken, zu zeigen, dass man auch aufgrund von Falschmeldungen sich radikalisieren kann und eben nicht auf diese Falschmeldung eingehen soll. Das hat uns natürlich auch eine bedeutende Rolle in der Politik beschert. Das heißt, wir beraten öffentliche Einrichtungen, wir beraten auch Regierungen hier in Österreich, aber auch in der deutschen oder im deutschen Gesundheitsministerium waren wir beratend aktiv, sodass wir wirklich auch an diese Level herangekommen sind. Also unsere Aufgabe ist wichtiger denn je, muss ich eingestehen, dennoch aber auch schwieriger denn je. Also Adam Fischer, Sie hatten eine glückliche Hand in der Auswahl der Preisträger des vergangenen Jahres und dieses Jahres. Und Sie haben uns auch sehr schön die Verbindungen deutlich gemacht und die Gemeinsamkeiten.
Und der Preis wird physisch übergeben morgen im Rahmen des Menschenrechtskonzerts. Christina wird persönlich kommen und den Preis entgegennehmen können. Wie wir gerade gehört haben, werden das die beiden Herren nicht können. Da gehe ich aber davon aus, dass das Preisgeld vertrauenswürdig nach Wien übermittelt wird. Wie haben Sie, Herr Fischer, das Repertoire des Menschenrechtskonzerts ausgewählt? Ich schätze Sie so ein, dass Sie nicht irgendetwas genommen haben, was Sie und die Symphoniker besonders gut können, sondern mit Bedacht. Naja gut, also wir spielen eine Symphonie von Beethoven, das ist neutral, aber wir spielen auch das Gustav Mahler-Lied des Antonius von Padua, Fischpredigt. Das ist ein Lied, das sehr gut zum Gedenken des Menschenrechtspreises passt. Der Liedtext ist so, Antonius geht zu Fluss und predigt zu den Fischen, Krebsen, Schildkröten und alle hängen an seinen Lippen und sind von Predigt begeistert und kaum wendet sich Antonius ab, machen alle weiter bis jetzt, vergessen die Worte Kampf gegen Windmühlen. Für mich ist es ein unglaublich, also ein wunderbares Lied, heiter, lustig, witzig und im letzten Takt, da kommt plötzlich ein Beckenschlag mit Schlägel, das ist wie unheimliche Gefährdung, eine Angst, die Welt bleibt stehen. Und das ist, was ich wirklich sehe. Wenn die Welt nicht auf Fridays for Future hört oder wenn sie nicht erfolgreich werden, also es ist ein schön guter Witz, dass keiner auf euch hört. Ich rege mich jedes Mal auf, wenn ich sehe, wie die Menschen sich da benehmen in der Welt. Ich darf ich mal kurz erklären, was vorgestern passiert ist. Ich habe eingekauft, zwei Brezel und ein Brot, das wurde so in Papiertüten getan und dann hat der eine so eine Plastiktüte genommen, wollte alles reintun. Ich habe gesagt, nein, ich habe meine eigene Tüte, bitte lassen Sie das. Er mit der gleichen Bewegung, wie er es genommen hat, gleich die Plastiktüte in den Mülleimer geworfen. Und wenn die Leute solche Einstellung haben, dann bin ich verzweifelt. Ja, und ich hoffe, es ist wirklich so, dass ich euch alles Gute wünsche, auch Mimikama mit den Zielsetzungen sind wir alle, wie wir halten die Daumen, dass es euch gelingt, was ihr vorhabt. Das war für mich wirklich sehr, sehr wichtig und ich hoffe, dass das Lied von Mahler viele zum Nachdenken bringt beim morgigen Konzert. Wir sind gespannt und wir hoffen, dass viele Zuschauer, die uns jetzt sehen, sich das Konzert auch gönnen, das ja auch per Stream übertragen wird und dann auch weiterhin abrufbar sein wird. Vielen Dank an Sie alle für das Gespräch jetzt. Vielen Dank, Adam Fischer, für die gute Idee des Preises und für die gute Auswahl der Preisträger. Glückwunsch nochmal an Mimikama und an Fridays for Future und an alle, die uns zugesehen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.